wo ich mich auch am meisten selber drin sehe, wenn es Mhm. darum geht, Menschen tänzerisch voranzubringen und dafür zu sorgen, dass halt Menschen ihren tänzerischen Anschluss oder ihren Start finden, wenn es ums Thema Tanzen auch in der Szene zum Beispiel geht und sich dann da halt auch am wohlsten fühlen. Da sehe ich mich am ehesten drin beim Thema Privatstunden. Was waren denn bisher deine Erfahrungswerte zu dem Thema Privatstunden im Vergleich zu Gruppenteaching? Oder halt eben dann umgedreht, was hast du denn so für direkt kommende Aspekte, die du da sofort als Vorteil siehst gegenüber Ja. Gruppenstunden? Also, es kommt natürlich darauf an, was möchte man. Möchte ich jetzt möglichst schnell besser werden, dann machen Privatstunden Sinn. Möchte ich aber in der Gruppe irgendwie socializen, dann, ne, eher nicht. Da ich in so Workshops relativ schnell gelangweilt bin, finde ich jetzt Privatstunden viel besser. Also, und wenn ich Privatstunden hatte, hat mir das auch mehr gebracht, tatsächlich. Wenn ich jetzt eine Stunde Privatstunde habe, dann, ja, kann ich viel mehr Sicherheit erlangen und auch Skills als, ne, in einer Stunde in der Gruppe. Von daher finde ich, ist das grundsätzlich gut investiertes Geld in Mhm. Privatlehrer.